Du brauchst nur einen Tropfen davon und dein Abfluss verstopft nie wieder. Was es mit diesem genialen Trick auf sich hat und wie er genau funktioniert, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Denn hierbei handelt es sich um ein ganz spezielles Produkt, womit du deinen Abfluss wieder frei bekommst. Egal ob in der Küche oder meistens auch im Badezimmer oder auch in der Dusche. Der Abfluss ist immer mal wieder verstopft, weil sich hier Schmutz und einige Haare drin lagern. Das Ergebnis ist, dass es nicht so gut abfließt. Und hier kannst du ganz einfach was gegen tun. Und alles, was du dafür brauchst, ist eine kleine Schüssel. In diese gibst du eine kleine Menge von diesem Mittel. Denn dabei handelt es sich um herkömmliche Enthaarungscreme. Gib hier jetzt einen guten Teelöffel voll hinein und dazu ungefähr die gleiche Menge an Wasser, denn das ist wichtig für den Prozess. Jetzt solltest du beides miteinander verrühren. Am Ende sollte die Masse ungefähr so aussehen, wie du es hier bei mir sehen kannst. Sie sollte einigermaßen flüssig sein, aber auch nicht zu flüssig, sondern so, dass sie sich im Abfluss wirklich überall festsetzen kann. Nimm jetzt den Stopfen heraus und fülle diese Menge dann in deinen Abfluss. Schaue, dass du sie auch ein wenig verteilst, damit wirklich überall in deinem Abfluss etwas von dieser Masse zu finden ist. Kratze den Rest hier noch mit einem Löffel oder etwas Ähnlichem hinein. Jetzt heißt es erstmal warten. Lass das Ganze für ungefähr 30 bis 60 Minuten wirken. Kurz vor Ablauf der Zeit solltest du den Stopfen wieder reinmachen und runterdrücken. Denn jetzt musst du heißes Wasser in dein Waschbecken einfüllen. Mach es richtig schön voll. Denn wir wollen jetzt, dass der gesamte Abfluss einmal mit dem heißen Wasser durchgespült wird. Dafür musst du den Stopfen wieder ziehen. Pass aber auf, dass du dich nicht verbrennst. Wicke vorher ein Band um den Stopfen, falls du nicht einen solchen Öffner hast. Ich mach das Ganze jetzt auf und das ganze Wasser fließt hier durch. Und bereits nach kurzer Zeit kannst du sehen, dass der Abfluss deutlich besser und vor allen Dingen auch schneller abfließt. Wenn das Wasser durchgelaufen ist, kannst du mit ein wenig klarem Wasser nochmal nachspülen und schon ist der Abfluss wieder frei. Denn die Enthaarungscreme sorgt dafür, dass die Haare hier drin aufgelöst werden. Und hast du schon mal Teebeutel in deinen Abfluss gesteckt? Was das Ganze auf sich hat, zeige ich dir in dem Video, welches du an dieser Stelle auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.